Die Kriege und Revolutionen des 20. Jahrhunderts wirken in vielen Bereichen noch heute nach. Vor allem Schlösser und Museen wurden geplündert, andere umfunktioniert und die Kunstgegenstände gingen auf teilweise abenteuerliche Reisen. Manche gingen auch für immer verloren. Und dabei geht es nicht nur um das Bernsteinzimmer oder den Schatz des Priamos. Der Landkreis Zwickau und die große Kreisstadt Glauchau haben jetzt ein wegweisendes Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht. Einen Schlossrundgang wie hier in Waldenburg kann man recht oft beobachten. Da gibt es Restaurierungsmaßnahmen, technische Weiterentwicklungen, aber auch Sonderausstellungen, die von der Museumsleitung, aber auch den politisch Verantwortlichen gern den Medien präsentiert werden. Bei diesen Gemälden aus der Annengalerie handelt es sich, wie bei allen 14 an diesem Tag vorgestellten Stücken, aber um etwas anderes. Nicht umsonst scheinen sie perfekt in das Schlossensemble zu passen. Also es handelt sich insgesamt um Skulpturen, um Möbel, um Bilder, die eigentlich aus dem Schloss Waldenburg stammten, aber dann 1945 dem Glauchauer Stadt- und Kreismuseum übergeben worden sind. Und dort haben sie bis jetzt gelegen, gestanden und überdauert. Und in den Gesprächen zu sagen, wir wollen einige dieser Sachen, es sind ja noch mehr in Glauchau, wieder in einem ordentlichen Zustand hier im Schloss Waldenburg unterbringen, ausstellen, ergänzen, sind wir dann zu einem langfristigen Leihvertrag gekommen. Und die Restaurierung dieser Objekte ist mithilfe der Ostdeutschen Sparkassenstiftung möglich gewesen. Und heute haben wir es nun mal präsentiert, was draus geworden ist. Der Weg bis dahin war nicht ganz einfach. Das Schloss wurde zu DDR-Zeiten als Lungenheilstätte genutzt. Zahlreiche Kunstschätze waren ausgelagert. Da stellt sich dann die Frage, wer ist denn überhaupt verantwortlich, zum Beispiel für Erhaltung und Restaurierung? So wie auch die Frage erstmal zu klären war, wem diese Gegenstände denn eigentlich gehören. Das Schloss gehört dem Landkreis, das Museum gehört der Stadt. Und wie ist der Rechtsweg gewesen, dann 1945? Das mussten wir erstmal klären. Das haben wir anhand eines der Gegenstände auch gerichtlich klären lassen, ohne uns wirklich zu streiten, sondern nur um die Feststellung zu haben, wer eigentlich darüber verfügt. Und das ist die Stadt und jetzt ist es gut so. Nun könnte man meinen, die Stadt Glauchau nimmt die Objekte unter ihre Fittiche und der Landkreis kann sehen, wo er bleibt. Doch hier lief es anders. Fast könnte man mit einem großen Augenzwinkern Walter Ulbricht zitieren, vom Ich zum Wir. Stadtspitze und Stadtrat von Glauchau sprangen im wahrsten Sinne über ihren Schatten. Und so konnte eine wirklich gute Einigung erzielt werden. Grundsätzlich vom Ansatz ist es historisch gut, wenn Gegenstände da wieder gezeigt werden können, wo sie einmal standen. Dort mögen Museologen anderer Auffassung sein. Das ist unserem Haus auch nicht ganz leicht gefallen, sich von solchen Gegenständen über einen längeren Zeitraum zu verabschieden. Uns ist es gelungen, dank der Mitarbeit von der Unterstützung von Christoph Scheurer, eine vertragliche Regelung zu finden, wo wir uns nicht zur Eigentumsfrage präjudizierend binden müssen, sondern sagen, okay, wir gehen davon aus, da wo die Gegenstände sind, sind sie zunächst zu Hause und wir verleihen sie an den Landkreis genau in dieses Objekt, wo die Gegenstände sich nachweislich ursprünglich einmal befunden haben. Was Schöneres kann uns eigentlich nicht passieren. Eines der Beispiele ist das Gemälde von Fürst Anton Viktor in der Bibliothek. Bis zum Ersten Weltkrieg hing hier ein anderes historisches Gemälde. Als der Fürst aber 1915 fiel, wurde 1916 sein Bildnis hier aufgehängt. Mit der Revolution 1918 verschwand es im Depot, aus dem Rahmen geschnitten und zusammengefaltet. Die Spuren sind heute noch zu sehen. Nach der Restaurierung erzeugte es noch fast einen Eklat, als es in einer Pressemitteilung hieß, hurra, der Fürst hängt wieder in der Bibliothek. Tja, Deutsche Sprack, Schwere Sprack. Insgesamt sind es immerhin 14 Objekte, eine ganze Menge also. Da gibt es in einem demokratisch gewählten Stadtrat sicher auch immer recht weit auseinandergehende Meinungen. Also da war schon auch Diskussion angesagt, aber wir haben das Thema seit Jahren transportiert. Wir genießen gutes Vertrauen mit dem Stadtrat und haben eine richtig gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Insofern meine ich, ist dem Stadtrat die Entscheidung auch leicht gefallen. Neben den verschiedenen Gemälden sind es vor allem Möbel, die hier wieder ihren angestammten Platz haben. So wie der Stuhl, auf dem die letzte Fürstin porträtiert wurde. Die gebürtige Prinzessin Susanne Wittgenstein ging als Witwe wieder nach Bayern zurück. Lustig für die heutige Generation ist der volle Name, für Formulare denkbar ungeeignet. Ein richtiges Highlight ist eine Samurai-Rüstung, die von den Fürsten gekauft wurde.
Einst waren es sogar zwei Stück, doch schon die eine ist etwas Besonderes. Die verschiedenen Stücke sind nun für 25 Jahre im Schloss Waldenbrück zu sehen. Das ist für eine Leihgabe wirklich ungewöhnlich. Das ist richtig, aber eigentlich geht es ja hier auch nicht um eine Ausstellung oder eine Sonderausstellung, für die man normalerweise sich solche Gegenstände ausleiht, sondern es geht um die Ausstattung eines Schlosses mit ursprünglich hier befindlichen Gegenständen. Und da war einfach der Weg einer solchen langfristigen Ausleihe der für alle Seiten beste. Dieser Weg, dieses vertrauensvolle Miteinander von Städten und dem Landkreis ist auch für die Zukunft wegweisend. Gibt es doch in vielen Schlössern und Museen noch Kunstgegenstände, die oft aus Platzmangel oder fehlenden Mitteln zur Restaurierung nicht ausgestellt werden können. Der Landkreis Zwickau und die Stadt Glauchau haben da etwas wie ein Pilotprojekt geschaffen. Das Beispiel ist multiplizierbar. Es sollte auch als Beispiel für andere ähnliche Situationen gelten können. Ja, und es ist auch denkbar, dass wir mit anderen Gegenständen ähnlich verfahren. Wir haben beispielsweise aufzuarbeiten noch Porzellane, die sicherlich auch ursprünglich einmal in Waldenburg verortet waren. Auch hier kann man nach weiteren solchen Lösungen schauen. Die Gegenstände müssen nicht im Depot versteckt werden. Sie können gezeigt werden. Sie sind restauriert. Sie sind entsprechend verwahrt und versichert und der Öffentlichkeit zugänglich. Schöner geht's praktisch wirklich nicht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Mit den Dauerleihgaben erhöht das Schloss Waldenbrück weiter seine Attraktivität. Und was weitere Objekte angeht, haben sicher auch die Verantwortlichen bei der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gut zugehört. Denn wenn Stadt und Kreis so gut zusammenarbeiten, lohnt es sich, solche Projekte großzügig zu unterstützen.